Marcello Mann. Gar nicht mehr da jetzt. Oder guckst du noch den Frittenkoch-LP? MC Fritte. Pizza schon gegessen? Oder schläfst du? Nein. Nein. Was magst du, Frittenkoch gucken? Während wir hier mal gucken, ob wir delivern können. Ego Schlüter im Geneta. In Donington. Brands Hatch. Da fliegen sie weg, die Begrenzungspfahle. Er fliegt weg. Die Begrenzungsstreckendinger da, die habe ich mal voll umgefahren. Wer hat's da überholt hier? Fährt mir einfach drauf. Und wieder fliegen die Pfosten weg. Komm, erzähl mal was. Ich weiß nicht was. Ich sagen soll. Warum der iRacing so gut ist? Der iRacing ist scheiße. Ich habe, wie gesagt, ich habe den gelöscht und deinstalliert und alles ganz weit weg, damit ich es nie wieder spiele. Damit ich bloß nicht auf die Idee komme, Geld für diesen Schrott auszugeben. Weil das ein veraltetes, drecks, schlecht optimiertes Scheißprogramm ist. Ja, drum fahren wir hier auf Automobilista. Donington. Ja. In Automobilista 2. Du solltest mal in Assetto Corsa in Donington fahren. Competizione. Ja, Kompetitionen haben wir hier auch. Wir sind immer nur ein Siebter aktuell. Jetzt müssen wir mal bremsen. Bremsen, ich hab gesagt bremsen. Und vorbeiziehen. Wer zieht vorbei? Ich an irgendeinem so grünen Auto. Der war Vierter, jetzt sind wir Vierter. Schlüter Racing muss mal delivern.
Aber der Ginetta fährt sich viel einfacher als der BMW gestern. Wesentlich einfacher. Ja, das ist dann Brands Hatch, oder? Donington ist nicht Brands Hatch. Oh, cool, wie ich mich hier schon vertan habe. Es für mich ist beides England, deswegen war ich da jetzt. Wieder spannend gemacht, wie wir mal kurz ins Kiesbett gefahren sind. Schon wieder. Yeah. Aber diese Ginettas sind ja ganz schön schnell unterwegs. Ja. Gibt ja auch diesen Ginetta Cup. Naja, weil da stand gerade 160. Das ist schon. Anders als der BMW gestern, der hat nicht so delivered. Diese alten Kisten, diese alte Karre, der alte BMW, den finde ich jetzt auch nicht so toll. Muss halt jedes Auto mal ausprobieren. Es ist wie gestern. Erst voll dominiert und dann halt voll letzter geworden. Was anwerfen. Du musst delivern. Und ja, ich aber ich spiele mal ein bisschen Doom 3. Strecken testen. Nee. Nee, nee. Ich spiele jetzt mal Assetto Corsa Oh, der Forza Motorsport. Nee, ich will jetzt ich habe jetzt von PlayStation und Microsoft spielen. Gran Turismo und von Forza habe ich jetzt erstmal genug, das habe ich zu viel gespielt. Jetzt möchte ich mal. Ja, den Race Room wollte ich eigentlich spielen, weil der Race Room nicht so gut fährt. Das Fahrgefühl beim Race Room ist halt total gut. Jetzt habe ich den Assetto Corsa angemacht. Wenn er denn startet. Petitione. Shift
Emotional Entertainment Training. Ist der wieder so laut? Wir delivern heute mal gar nichts. Deliverst du nichts? Nö, oder würdest du Platz 16 als Deliver bezeichnen? Ja, weiß ich nicht, aber uploaden, hochladen machst du. Ich lade immer, ich lande immer im Kiesbett in der gleichen Kurve und dann verliere ich 6 bis 10 Plätze. Ja, du checkst es doch. Ja, vor allem die ersten 4 Runden waren fehlerfrei. Ich weiß nicht, was ich danach für einen Scheiß gebaut habe. Warte mal, ich muss mir mal Donington in. Aber ich könnte jetzt auf die 15 und wenn ich Glück habe, die 14. Ich muss jetzt Donington mal hier Dings fahren. Wow, das ist wieder die Kurve, glaube ich. Ne, das ist vor der Kurve. Erstmal hier diese scheiß GT-Serie auswählen. Open. Kann mein Automobilist eigentlich bei Regen fahren? Was? Hat es auch Regen? Automobilist hat auch Regen. Ja, weil ich die ganze Zeit immer strahlenden Sonnenschein einstelle. Ich fahre eigentlich auch bei schönem Wetter, weil bei Regen. Das sieht man halt mehr. So. Kampf um Platz 13. So, ich fahre jetzt hier Valentino Rossi in Donington. Oh, das könnte jetzt eine gute Überholserie werden. Platz 11. Donington Park in Assetto Corsa Competizione. Assetto Corsa Competizione. Competizione, Attenzione. Auf Platz 9. Ego Schlüter Racing schafft es noch unter die Top 10. Schlüter Racing ist auf den Top 10. Circuit Donington Park sind wir jetzt. So, Wetter ist schöne Sonnenschein Stars. Double fire. Go. Drive on. Drive on. Kommt die Green Flag, Green Light, go, Ultimate Driving Machine, delivered jetzt. So, wir geben hier Vollgas. Wir kommen in die vorletzte Runde. Uns in die erste Kurve, Kontakt. Schauen wir mal. Scheiße, jetzt habe ich es schauen wir mal gesagt. Geben wir mal Gas und schauen wir mal schauen, ob wir theoretisch noch auf Platz 8 kommen können. Da ist noch ein Feld vor uns mit 3 Wagen. Alter, ich muss mich hier voll konzentrieren. Das ist total schwer. Krass. Ja, ich habe die KI jetzt schon relativ nah an mein eigenes Können eingestellt. Und da, das habe ich auch, deswegen ist die so schlecht eingestellt. Und da ist Position. Ah, Platz 8, Platz 7 und Platz 6. Die letzte Runde. Donington Park CO.UK. Wir fahren
gerade Position 14. Nein! Er machte einen Dreher. Und jetzt mähe ich den Rasen in Donington. Schädiger Shit. Aber es reicht für den 9. Platz. Ich bin gerade auf Position 14. Delivert er heute? Wir delivern sowas von nicht. Also das ist einfach so krass schlecht, was ich da zusammenfahre. Jetzt habe ich einen runtergeschubst von der Straße. Position 10. Ja, ich bin zurückgefallen auf die 9 und ich kann auch nicht mehr nach vorne. Die habe ich jetzt, die habe ich jetzt abgehängt mittlerweile. Oh, das Ziel. 9. Platz. Neunter Platz. Wir fahren keine Auslaufrunde. Ich verstehe nicht, was das soll. Fortfahren. Ne, nicht fortfahren. Auslaufrunde überspringen. Ja, Richard Delan hat gewonnen. Von Luke Nolan, Steve Harrison, bla 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 bla. Ego Schlüter ist 9. Oh, jetzt bin ich ins Kiesbett abgeflogen. Das war's. Ups. Schaffen wir das?